Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ja, in der letzten Folge sind wir irgendwie angeblich vorbeigeflogen. Ich habe die Mission dann noch ein bisschen weitergeführt und lustigerweise haben wir uns doch noch irgendwie mit dem Mond getroffen. Wir sind nämlich in einem Orbit mit dem Mann und cruisen jetzt hier so herum. Jetzt tun wir unser Ziel mal setzen. Und werden dann ein paar Anpassungsflüge jetzt vornehmen, beziehungsweise Anpassungsmanöver. Das ist genau die falsche Richtung, geil. Um zu schauen, dass wir sozusagen warum darf ich den jetzt nicht mal anfassen? Muss ich aus dem Map-Modus mal raus oder wieder rein? Dann kann ich dir das hier nochmal ein bisschen weiter. Das Ziel immer noch setzen, genau. Und dann kann ich instant nicht mehr. Das ist komisch. Nein, nicht weg. Oh, nicht wechseln zu. Das war nicht der Plan. Map. 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 Gib mir die Map wieder. Komm. Ah, okay, das ist der Mixer drüben in der Wohnung. Hab gerade gedacht, hier geht irgendwas los. Alter, nee, das war jetzt nicht der Plan. Mann. Ich wollte doch eigentlich nur Ziel entfernen machen, komm. Dann ja gleich sehen, wenn hier alles umspringt, oder? Dann sollte ich das ja sehen, oder? Oder stirbt das Spiel jetzt, weil ich versuche, in die Nähe zu kommen? Dann wäre das Play total wrecked. Okay, jetzt sieht man eindeutig, wo ich hin will. Okay, dann kann ich euch auch gleich zeigen, wir gehen zu Alpha Centauri zurück. Einer unserer wohl ältesten... Alter, das leckt so gerade. Jetzt hat... Alpha Centauri, wer kann sich noch daran erinnern? Eine unserer größten Missionen, eine unserer peinlichsten Missionen, nachdem die Teil hier fehlgeschlagen oder die Belüftung fehlgeschlagen ist. Wir sind zurück. Mit neuer Technik, mit neuer Belüftungs... Fabrik und allem und werden das Ding jetzt andocken und versuchen zu übernehmen. Von daher müssen wir mit dem hier zum hier wechseln zu. Wieder zurückwechseln. Das hat natürlich jetzt super funktioniert und alles. So wie ich das wollte. Ja, mit dem planen wir jetzt einen weiten Flug. Er wird höchstwahrscheinlich im Tod enden und im Verlust der Maschine, aber... Was willst du machen, ne? Teilweise musst du das Risiko nehmen. Als Ziel setzen. So. Ich hätte es gerne. Es gibt's doch gar nicht. So hätte ich es gerne. Perfekt. Wir machen bitte die RCS-Fast aus, die sind jetzt sehr unnötig, Leute. So, okay. Unser erstes Manöver führen wir durch. Schauen wir mal, wie viel Schübe haben wir eigentlich noch in dem 223, das reicht locker. Dann fliegen wir da mal ganz gemütlich hin. Hä, was? Ich will doch hier vorspulen. Alter, teilweise ist der schon verbuggt. Oder fliegen wir so? Ah, okay, wir fliegen so rum. Dann habe ich jetzt das Spiel ohne Grund bemängelt. Ups. Jetzt wird wieder angezeigt, wie wir die Daten übertragen. Jetzt wird irgendwie weitergeschossen. So, okay. Wir haben immer noch sehr, sehr viel Zeit dahin. Hier vorspulen. Perfekt. Wir müssen natürlich schauen, dass wir jetzt hier einigermaßen alles auf eine Route kriegen. Und von daher ist ein guter Flug immer ein perfekter Flug. Noch 16 vor und dann starten wir ganz vorsichtig den Schub, würde ich sagen.
So, ganz vorsichtig. Zack, perfekt. So wollen wir das. Als nächstes machen wir ein Manöver hier. Und ziehen den Orbit mal so weit runter. Dass wir schon mal sehr, sehr nahe kommen. Bedeutet, wir wissen, was der Deal ist. Und spulen hierher wieder vor. Eine Runde weiter. Die sind auch ewig unterwegs. 2 Tage haben sie schon ihren Flug durch. Ist jetzt nicht das längste, aber... trotzdem, 2 Tage... in so einer kleinen Kapsel zu dritt rumsitzen, muss auch nicht das angenehmste sein. Hat aber wiederum, nee, zu viert haben sie es ja jetzt in der Mission von SpaceX, haben sie ja 4 Zivilisten in den Orbit gemacht. Relativ cool. Relativ cool, muss man lassen. Hat man auch noch nie davor gesehen. Okay, doch, haben wir gesehen, aber dass sie wirklich im Orbit bleiben für eine Zeit, das ist wiederum neu. Von daher... Respekt natürlich wieder an SpaceX für ihre Sachen, die sie mal wieder geschafft haben als erstes. Oder halt wieder gezeigt haben, was sie können. Ist immer wieder erstaunlich, was heutzutage alles möglich ist. So. Jetzt heißt es erstmal ein bisschen warten. Denn wir müssen jetzt erstmal schauen, dass der uns von hinten aufholt. Ich würde sagen, so 3/4 müsste sein. So, perfekt. Wenn wir jetzt hier gucken, können wir hier Manöver hinzufügen. Verringern. Auseinander natürlich. Schauen wir mal, dass wir den Punkt hier noch ein bisschen verfeinern. Entfernung 1,3. Nein. Nope. Okay. Dann passt dieser Manöverpunkt jetzt. Eine Sekunde Schub eigentlich nur. Das gibt's doch gar nicht. Einmal kurz aus dem Map, in die Map-View wieder rein. So, hier vorspulen. Und jetzt sind 3 Tage vergangen insgesamt. Und unsere Crew beginnt den Approach an Alpha Centauri. Mit denen sie dann zurück nach Kerbin fliegen in den hohen Orbit. Um einmal nochmal die Tanks zu befüllen und dann sich auf eine lange, lange, lange Reise zu machen. Ich hätte nie gedacht, dass wir mit dem Ding echt mal wieder eine Mission machen. Ich habe jetzt einfach die letzten Tage überlegt, was wir machen könnten. Und bin dann auf die Idee gekommen, das zu machen. Weil ich eigentlich immer schon extrem viel Bock drauf hatte. Und halt immer so die, sagen wir mal, Möglichkeit einfach gefehlt hat, es wirklich in die Tat umzusetzen. Aber ich denke, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Wir müssen es auch endlich mal durchziehen. Was haben wir das Ding sonst gebaut? Aber es ist halt wie in echt. Es stand lange, lange Zeit unter Government-Aufpassung und durfte nicht benutzt werden. Wäre ja mal so typisch, ne? Aber ja, nee, wir sind jetzt wieder da. Jetzt werden dann die Sachen, Geräte gecheckt. Ob alles passt. Wie schaut's aus? 1,8 Kilometer. Da, das kann man. Mit dem kann man arbeiten. Wir können ja sonst hier so machen und dann. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich die richtigen Button treffe.
Jetzt muss ich hier wieder mit. Ach so, Autosprechen. Na, jetzt haben wir 1-0. Perfekt. Dann können wir uns jetzt Ziel ausrichten. Negativ. Und hier von mal hier mal vorspulen. Dass wir auch ja gleich mal ankommen. Zwei Minuten noch entfernt. Ah, es ist eine lange Zeit hier. Wahnsinn. Ich bin gespannt, wie das Ding, ob das Ding noch fliegt. Und wenn ja, wie gut fliegt es? Man Station haben wir auch schon lange nicht mehr besucht. Immerhin sind wir da mit Minmus beschäftigt. Und Minmus hat jetzt auch wieder so eine kurze Pause bekommen. Es passiert einfach zu viel. Man kann zu viel in den Körperspiel machen. Oh, lecky leck. Roter Himmel mal wieder. Okay, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um runter zu bremsen. Wir dürften eigentlich schon irgendwo Alpha Centauri sehen. Da vorne ist es. Oh mein Gott. Es ist immer noch so majestätisch wie damals. Wahnsinn. Was wir dann auch noch wieder dran müssen, sind die Länder, die dann natürlich dafür gemacht werden müssen, um durch die Atmosphäre durchzukommen. So, jetzt kann ich hoffentlich so weit rausspulen. Irgendeinen Port davon erwischen kann und dann den als Ziel. Nee, da sind wir noch zu weit weg. Schade. Leider, leider, leider. Aber was sollen wir machen? Wo ist unser Schiff? Da unten. Dann richten wir uns jetzt zielmäßig aus und geben ein bisschen Schub hin. Schauen, dass wir langsam mal so ein bisschen Approach machen. Ist ja nie schlecht. Ist ja nie schlecht. So, wir sind ausgerichtet. Und schauen wir, dass wir langsam uns Alpha Centauri nähern. Alpha Centauri ist immer noch eine der majestätischsten Sachen, die wir hier durch den Orbit fliegen haben. Müssen wir natürlich dementsprechend aufpassen. Dass wir hierbei nicht irgendwelche Schäden durchführen, aber wie schaut, fliegen wir eh fast vorbei. Ist, wenn man es aber so sieht, auch gleich wieder gut. Weil, was soll man sonst machen? Ein RCS-Code an. Perfekt. Wir öffnen jetzt das Schild des Docking Ports. Als Ziel setzen. Von hier steuern. Nehmen unsere Docking-Steuerung. Drehen uns einmal schön außen rum. Einmal eine 180-Grad-Drehung. Vorsichtig. Halten. Stand
Okay. Schauen wir, dass wir uns schön in die Richtung begeben. Wir müssen natürlich schauen, dass wir jetzt langsam andocken, aber die Maschine scheint immer noch gut zu laufen. Bis jetzt leuchtet noch alles und scheint in einem guten Zustand sich zu befinden. Schauen wir mal, was unsere Mechaniker dann sagen. Ah, wir stehen kurz vorm Docking-Manöver. Was natürlich eine sehr kritische Sache immer ist. Bei einer lange nicht verwendeten Vessel sich anzudocken. Vor allem hoffe ich, dass nichts verbuggt ist, weil wenn was verbuggt ist, ist es immer ein Schaden für die Rakete selber. Das wäre hierbei sehr, sehr uncool. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ja, wir kommen näher. Reduzieren wir mal die eine Achse. Erhöhen nochmal die andere Achse und erhöhen langsam den Frontschub. So, langsam. Frontschub erhöhen. Ah, das ist wieder so eine spannende Situation, wenn man sich so anschaut. Das Alpha Centauri. Und wir sind kurz davor anzudocken. Erhöht die Frontgeschwindigkeit. Wir nähern uns mit rapider Geschwindigkeit eigentlich, wenn wir so sehen wollen. Wir sind fast aligned. Alignment steht. Und wir sind gedockt. Ein Kohlenstoffdioxid haben sie mehr. Das erzeugen eh die Menschen. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.